Allen herzlich willkommen zur astrologischen Prognose für den April 2024. In diesem Video geht es um Wirtschaft und Politik. Uns erwartet im April eine sehr herausfordernde Sonnenfinsternis, die das politische Weltgeschehen komplett über den Haufen werfen kann. Der Jupiter- und Uranus-Zyklus kurbelt ganz mächtig die Wirtschaft an, vor allem das Finanzsystem, Schwerpunkt Krypto. Plötzlicher Reichtum ist nicht ausgeschlossen. Mehr dazu erfahrt ihr in dieser Analyse. Ich arbeite mit dem tropischen Tierkreis. Mein Name ist Jasmin Andres. Unten in der Beschreibung findet ihr meine Kontaktdaten, wie und wann man mich am besten erreichen kann. Ich stehe für Beratungen zur Verfügung. Wie immer gibt es den gewohnten Zeitstempel, so dass du gewisse Sequenzen des Videos ohne Suchen nochmal anschauen kannst. Wenn du nichts verpassen möchtest, freue ich mich, wenn du den Kanal auf YouTube abonnierst oder auf Telegram, dann musst du nicht mitschreiben, dann kannst du wunderbar alles nachlesen. Ich beginne natürlich immer gern mit einer kleinen Rückschau, was ist aus den letzten Prognosen eingetroffen. Da ich ja das Video nicht am letzten Tag des Monats aufnehmen kann, sondern immer mal mindestens eine Woche vorher aufnehme, greife ich jetzt noch mal kurz zurück auf den 27. Februar. Der hat ja nur 2 Tage noch dazu gehabt, was sich ereignet hat. Schauen wir einfach mal nach. Wir hatten ein Mars-Quadrat Jupiter, das heißt eine Spannung, Mars-Krieger, ja, und Jupiter. Hier geht es auch um Rechtsangelegenheiten, die Streit ums Recht übersetzt. Ich benannte euch das im Video Selbstüberschätzung, Provokation, man neigt übers Ziel hinauszuschießen, man pokert zu hoch. Was ist passiert? Ihr seht es hier. Macron denkt über den Einsatz europäischer Bodentruppen in der Ukraine nach. Olaf hingegen posaunte schon raus, die Briten und Franzosen sind schon längst vor Ort. Und Polen Außenminister bestätigte die Präsenz der westlichen Staaten in der Ukraine. Macht euch mal Gedanken, wer hier veräppelt wird. Das nächste Szenario, das wir erlebten, war der Abhörskandal. Das war am 2. März. Deutsches Militär diskutiert über die Zerstörung der Krimbrücke. Der geplante Angriff wird jetzt natürlich unter den Teppich gekehrt. Wir verschieben ein bisschen das Problem. Wir schimpfen, was haben die da gemacht? Wir sind abgehört worden. Und das Land, in dem ich lebe, mischt sich aktiv in das Kriegsgeschehen ein. Es ist nur nicht jedem aufgefallen. Die EU stellt die Weichen für die Kriegswirtschaft und der Ex-NATO-Chef Rasmussen fordert, Deutschland muss auf Kriegswirtschaft umstellen. Eindeutiger geht es nicht mehr. Ihr werdet eingestemmt. Besser gesagt, großer Reset. Lehrer sollen auch Schüler jetzt auf den Krieg vorbereiten. Denkt nach. Den Monat März habe ich tituliert mit Manipulation und Fake News. Merkur, der Planet für Kommunikation, saß in einem Nebeldunst. Das heißt, da war alles voll mit Schleier. Man weiß nicht, wo oder was ist echt. Es ist Schnepper, Schlepper, Bauernfängerei unterwegs gewesen. Deswegen habe ich es auch so tituliert. Und was haben wir gesehen? Unsere Qualitätsmedien, die suggerieren die Stimmung der Bevölkerung, indem sie ihre eigenen Leute positionieren, mit einem Schildle ausstatten, ja, was oben drauf steht.
Und bei Demos befragen, so funktioniert das alles. Der Sender RBB verbreitete ebenfalls Falschmeldungen über die AfD. Jetzt muss der Sender sich korrigieren, genauso das vom Staat finanzierte Korrektiv gerät weiterhin zunehmend unter Druck. Die haben sich jetzt natürlich Hilfe geholt, und zwar von Baerbocks Ehemann mit seiner Firma. Was für ein Kuddelmuddel. Fake-Bilder gab es ebenfalls aus dem königlichen Palast. Prinzessin Kate gab zu, die Fotomanipulation gemacht zu haben. Ich hingegen sage, selbst diese Aussage ist ein Fake gewesen. Dann hatten wir eine Mars-Uranus-Spannung und die hat es mächtig in sich. Ich habe es gedeutet als Bombenstimmung, eine Zeit voller Sprengkraft, Anschläge, Streiks, Ausfälle von Elektrizität und auch Gefahren aus der Luft. Was haben wir erlebt? Ich habe es ein bisschen themenmäßig sortiert. Es gab weltweite Störungen bei Facebook und auch bei Instagram. Ein Brandanschlag aufs Tesla-Werk. Wir haben jetzt einen Anschlag erlebt in der Konzerthalle in Moskau mit über 130 Todesopfern. Haiti steht vor dem Kollaps. Banden befreien Häftlinge, greifen Regierungsgebäude an. Vor Jemens Küste wurde die Versenkung eines Schiffs ein Unterwasserseekabel gekappt und diese Beschädigung kann erhebliche Wirkungen auf den Internetdatenverkehr in den USA haben. Von einer großen Cyberattacke waren in den USA die Apotheken betroffen. Das, was von oben runterkam, war der Weltraumschrott der ISS. Die stürzten in den Atlantik. Die SpaceX-Rakete Starship wurde beim Wiedereintritt der Atmosphäre ebenfalls zerstört. Vulkanausbruch auf Galapagos, Salomonen und Island. Es gab noch einige mehr Erdbeben, erschütterte Papua-Neuguinea mit 6,0 und Montenegro mit 5,4. Auch hier gab es noch einige Erdbeben mehr, selbst auf der Schwäbischen Alb. Dann ist Indien ganz fleißig. Die testen nämlich atomwaffenfähige Interkontinentalraketen. Eine Streikwelle ist ausgebrochen in ganz vielen Bereichen. Das ist eine typische Eigenschaft mit Pluto im Wassermann. Es wird in der astrologischen Szene immer verglichen mit der Französischen Revolution und dem Unabhängigkeitskrieg in den USA, wo sich die Sklaven befreit haben. Es erfolgt natürlich die Stimmungsmache wieder im TV. Es wird ein Unverständnis suggeriert. Ich gehe davon aus, also durch die Bürger, ich gehe davon aus oder frage mich besser gesagt, werden die denn auch bezahlt? Weil es ist manchmal üblich, dass diese Personen bezahlt werden. Unsere Politik macht es da damit viel einfacher, weil unsere Hofnarren erhalten ab dem 1. Juli eine Erhöhung bzw. besser gesagt eine Entschädigung und sie verbuchen dann ein Plus von ein bisschen mehr wie 635 Euro. Da macht doch die Politik richtig Spaß. Wir beginnen den Monat April mit dem 2. April, weil Merkur, der Planet für Kommunikation, rückläufig wird im dynamischen Zeichen Widder, was ja immer ein bisschen laut und krawallmäßig zugeht. Alte Themen rücken ins Bewusstsein.
bewusst sein. Wir dürfen aber auch schauen, wo wir Fehler korrigieren können. Ansonsten wisst ihr wahrscheinlich alle, was man unterm rückläufigen Merkur nicht alles tun soll. Palim, palim. Ich möchte euch aber sagen, diese Konstellation hat ganz viele Vorteile. Wir können, dürfen liegen gebliebenes aufarbeiten. Optimale Zeit, um eine Steuererklärung abzugeben, um etwas zu Ende zu bringen oder um zu recherchieren. Dann ist am 3. ein Tag später, Venus und Neptun haben sich diese beiden im Arm. Diese Konstellation hat eine Wirkung von plus minus Minimum 2 Tagen. Hier ist Vorsicht geboten im finanziellen und im partnerschaftlichen Bereich. Hier meine ich nicht nur das Liebesgedöns, sondern das könnten genauso berufliche Partnerschaften sein. Venus ist der Planet der Liebe, aber auch der Finanzen und der Neptun legt da mal schön einen Schleier drauf. Das heißt, wir können geblendet werden. Vielleicht du durch einen Heiratsschwindler, vielleicht der Nächste, in dem ihm einfach irgendein großes Geld versprochen wird. Es ist nicht so, wie es aussieht. Es wäre die beste Zeit zum Träumen oder für kreative Einfälle. Können alle künstlerische Personen für sich optimal nutzen oder wer was Schönes schreiben möchte. Am 5. April wandert dann die Venus in das Zeichen Widder ein und bleibt auch bis Monatsende. Widder ist ein Pionier, der legt sich so ins Zeug, Venus, Liebe und Finanzen. Übersetzt bedeutet es, die Jagd der Liebe und nach dem Geld beginnt. Die Venus ist Akteur. Die wartet nicht auf den Prinz und die Prinzessin. Die will einfach erobern und die will handeln. Nichts Langweiligeres, wenn die Venus schnell erobern kann und du sagst, ja, das ist so schön. Das langweilt eine Venus in einem Feuerzeichen wie den Widder. Da geht sie dann eher wieder einen neuen Weg. Also das gilt aber auch für Personen, die die Venus in einem Feuerzeichen haben. Am 6. April verbindet sich Venus mit Pluto. Es ist eine super Konstellation. Plus, minus 4 Tage. Jetzt überschneiden sich immer diese Energien. Das heißt, achte auf dein persönliches Horoskop, ob du irgendwo eine Vorsicht walten hast. Das, was ich beschreibe, hat was mit dem Weltgeschehen zu tun, muss nicht jede Person betreffen. Venus, ja, liebe Finanzen, mit der Macht Pluto und das verbindet sich harmonisch, plus minus 4 Tage. Für Beziehungen, privat, beruflich, geschäftlich, ist es eine super tolle Konstellation. Alles, was jetzt neu beginnt oder verändert wird, kann sich als sehr erfolgreich zeigen. Finanzieller Zuwachs, Lottogewinn, alles ist absolut möglich. Jetzt wird es ein bisschen anstrengender, weil am 8. April haben wir eine Sonnenfinsternis um 20.10 Uhr und der Vollmond im Kampfzeichen wieder dann um 20.20 Uhr, also 3 Minuten später. Ich habe euch extra eine Grafik mitgebracht, wie eine Sonnenfinsternis entsteht und wie sie aussieht. Da könnt ihr das Bildle mal so ein bisschen studieren. Der Mond verdeckt die Sonne und Sonnenfinsternis haben einen starken Einfluss. Wir werden mit unserem Karma konfrontiert. Wo müssen wir loslassen? Was stürzt ein? Wo beginnt ein neues Leben? Je nachdem, wo im persönlichen Radix diese Finsternis steht, kann sich einiges verändern. Verbindungen können radikal zerbrechen und das Zerbrechen ist nicht immer negativ. Mancher wird ja auch karmisch zu seinem Glück gezwungen. Die Finsterniskarte zeigt, wo die Finsternis zu sehen ist.
Über Europa ist sie nicht zu sehen. Sie ist größtenteils über dem Zentralpazifik, über Kanada, Mittelamerika zu sehen. Sie erreicht ihr Maximum um 18:17 Uhr in Mexiko. Die Dauer der totalen Phase liegt bei 4 Minuten und 28 Sekunden. Wir dürfen sehr gespannt sein, was sich in den USA, Mexiko ereignet. Die nächste Sonnenfinsternis ist nämlich dort im Oktober und im November gibt's die Wahl. Dann denkt einfach an die Zuströme von Mexiko in den USA und was sich da noch alles ebenfalls auftut. Es ist eine sehr heftige Finsternis, vor allem auch der Chiron. Ihr seht es blau eingezeichnet. Ich habe extra einen Pfeil hingemacht. Da werden alte Wunden wieder aufgerissen. Dann Chiron im Widder, das sind die alten Kriegswunden. Wir erleben Déjà-vu-Erlebnisse, was den Krieg zu tun hat. Geht nicht davon aus, dass nur die Oma den Krieg erlebt hat. Das heißt, wenn hier nichts geändert wird, können wir Déjà-vu-Erlebnisse erleben. Um 20:20 Uhr ist ja der Neumond im Zeichen Widder und Widder ist eine Aufbruchstimmung. Widder ist der Beginn eines Lebens astrologisch. Das heißt, ohne Widder, ohne Mars würde es kein Leben geben, weil die Handlungsunfähigkeit, die ersten Atemzüge würde es nicht geben. Deshalb hat dieser Neumond sehr viel Kraft und Energie. Er verleiht auch sehr viel Durchsetzungskraft. Neumonde sind der beste Zeit, um neue Pläne zu schmieden. Jetzt umzusetzen mit einem rückläufigen Merkur wäre nicht so top. Ich möchte es euch einfach nochmal drauf hinweisen. Ihr dürft aber die Pläne schmieden. Jetzt achtet drauf, wir haben 6 Planeten im Zeichen Widder. Das Schicksal, das Karma fordert die Menschen zum Handeln auf. Ich sag immer, steh auf und das Spiel ist vorbei. Es wird heftig. Ich frage mich, ist es Demokratie, wenn ich die Opposition verbieten lasse, wenn die Meinung nicht frei geäußert werden darf? Andersdenkende sind eine ganz große Gefahr. Der Präsident nennt sie sogar Ratten. Erst wurde der Krieg gegen Ungeimpfte geführt und jetzt wird die Opposition bekriegt. Das ist ebenso in den USA und man macht sich so lustig über Russland. Mit Pluto im Zeichen Wassermann geht es um Macht und Machtgebaren. Ich hoffe sehr, dass diese Energie der Menschen, dass die Menschen in die Handlung gehen. Alleine, wenn es dadurch ist, dass sie aus dem Kontrollsystem aussteigen, sich nicht kontrollieren lassen, oberstes Gebot sind erstmal Barzahlungen. Ich empfehle immer, geht einmal im Monat zumindest zur Bank, holt euch euer Geld und bezahlt alles bar. Ihr werdet nachher gleich wissen, warum es so ist. Die Sonnenfinsternis ist sehr, sehr heftig. Ihr seht oben noch Mars und Saturn. Es ist eine verpuffte Energie. Mars will handeln und Saturn setzt eine Mauer, eine Grenze. Auf persönlicher Ebene wird das Handeln abgebremst. Es staut sich Wut an. Geh aus jeder Wut bitte komplett raus. Du zerstörst dich dabei selbst. Menschen, die diese Planetenverbindung in irgendeiner spannungsgeladenen Form in ihrem Horoskop haben, das sind die, die kommen schon mit einem Schwert in die Welt. In jedem wird ein Feind gesehen. Das sind so die typischen, die man als Offiziere, als Feldwebel sehen kann. Und hier ist alles nur Feind. Das heißt, diese Menschen erkennen nicht, wer es mit ihnen gut meint.
Da kann man unter anderem ein absolutes Zerstörungs- oder Selbstzerstörungsprogramm fahren. Die einen zerstören sich selbst, indem sie alles in sich reinfressen, die ganze Wut. Man sieht es in Form von Entzündungen. Es wäre eine typische Konstellation. Man beißt auf die Zähne. Das heißt, man bekommt Probleme im Kiefer, Arthrose, Knochenprobleme. Also da gibt es einiges mehr. Masse ist die Kraft, die Energie, auch das Auto, wenn ich das jetzt übersetze. Ich setze mich ins Auto. Mit dieser Konstellation gebe ich dann sogar auch noch mächtig Gas. Dann kam Saturn und sagt, hey, Burschle, komm mal her. Jetzt darfst du deinen Führerschein abgeben. Das ist eine ganz, ganz typische Konstellation. Rechnet plus minus 6 Tage, wo ihr den Führerschein verlieren könnt. Denkt in dieser aggressiveren Zeit, ja, da versucht die Macht, ja, jeden so ein bisschen in die Schranken zu weisen. Denkt an einen Blitzermarathon, an ganz viele Kontrollen, ja, wenn ihr von A nach B geht. Im Weltgeschehen ist es einfach so, dass man mit aller Macht an der Macht festhält. Saturn im Zeichen Fische ist die Übersetzung wie eine schwachen Regierung. Dies Zeichen Fische, da ist ja immer so ein bisschen Mauschelei, so eine Dunkelzone mit dabei. Es kann sich hier auch um Geheimbünde handeln. Geheimbünde wie zum Beispiel die Freimaurer oder die Bilderberger Konferenz, die ziehen ja ganz viele Strippen. Da ist ja unsere korrupte Uschi und Olaf und so weiter, gehen dort ja auch immer wieder hin und die ziehen auch die Strippen zur US-Wahl. Rockefeller im Übrigen finanzierte die EU, jetzt wird im Bitcoin mitgemischt und vor kurzem haben sie sogar 200 Millionen in das Photovoltaik-Startup Envira in Deutschland investiert. Gott sei Dank ist gleichzeitig die Renovierungspflicht beschlossen worden. Also macht ein bisschen eure Hausaufgaben. Mars Saturn, der Mars geht natürlich auch im Hinterhalt ein bisschen her und der erschleicht sich sozusagen eine neue Position und so dürfen wir mit Führungswechsel rechnen. Dasselbige gilt auch im Fußball. Wir haben jetzt schon einige Machtwechsel drin. Das hat was mit Pluto Wassermann zu tun. Alles Alte wird komplett umgekrempelt. Jürgen Klopp, ja, verlässt Liverpool. Er war seit 2015 dabei. Dann haben wir Herr Streich. Er war, ich glaube, 11 Jahre beim FC Freiburg dabei. Adidas war 70 Jahre lang der Ausstatter des Deutschen Fußballbundes. Also auch das ist verändert worden und ihr dürft jetzt noch mit viel, viel mehr Veränderungen rechnen. An den Grenzen zu anderen Ländern wird es gnadenlose Spannungen geben und das Militär kommt zum Einsatz. Diese Konstellation Mars und Saturn, das Kriegerische, ist in einem Wasserzeichen im Fische und so geht es auch ums Gewässer, kann in Erscheinung treten. Das wäre eine Wasserschlacht, vielleicht auch eine Schlammschlacht. Denkt an Blockaden der Seewege, denkt an Panama-Kanal, Suezkanal, denkt an Odessa, Gazastreifen oder dass vielleicht China Taiwan umzingelt, Boykotte gibt und nichts mehr raus oder rein im oder exportiert werden kann. Also, und durch die Sonnenfinsternis ist es eine totale Verstärkung. Am 12. April vereinigt sich dann die Sonne mit Merkur und da erhalten wir ganz wichtige Informationen. Wir haben im April viele Konjunktionen, das heißt, zwei Planeten stehen zusammen und hier beginnt immer ein neuer Zyklus. Der April ist ganz, ganz stark in dem, dass etwas komplett Neues beginnt.
Am 19. April verbindet sich dann Merkur, die Kommunikation, mit Venus im Zeichen Widder. Ohne die Venus haut da Merkur immer alles kurz und prägnant raus. Die Venus tut's ein bisserle verfeinern, man kann Süßholz raspeln, man kann auch seine Worte ganz schön verpacken. Auf dem wirtschaftlichen Bereich ist alles, was Kaufen und Verkaufen zu tun hat, begünstigt, aber Merkur ist noch rückläufig, deswegen immer genau prüfen. Am selbigen Tag wandert dann die Sonne in das Zeichen Stier. Hier geht es viel um unseren persönlichen Selbstwert, um unser Eigentum und unser persönlicher Besitz. Mars und Jupiter verbinden sich, ihr seht es an dieser lilanen Linie. Das ist eine Zeit, die kann ganz schön erfolgreich sein und Gewinne bringen. Auch diese Konstellation plus minus 3 Tage. Ziele rücken in eine greifbare Nähe. Jetzt kommt noch mehr Puscherei, und zwar Mars und Uranus. Uranus, dieser Rebell, sie verbinden sich sehr positiv da drin. Diese Konstellation hilft uns zu befreien. Der Bewegungsdrang ist immens groß. Viele sind aber ungeduldig, zappelig und nervös. Und man neigt da immer auch wieder zu spontanen Aktionen. Vielleicht hat man den plötzlichen Wunsch, ich möchte die häusliche oder berufliche Situation verändern. Wenn das in dir brodelt, dann ist es positiv, weil Uranus möchte immer deine Freiheit. Er möchte, dass das, an dem du festklebst, dass das einfach auseinandergeht. Diese Konstellation ist sehr positiv. Es ist eine super Winkelung, ein Sextil. Bedeutet aber, es wird dir etwas angeboten. Jetzt denk, ich biete dir etwas an. Wenn du nicht handelst, wirst du es auch nicht merken. Das heißt, du kannst stehen bleiben, wo du bist. Du musst diese schöne Konstellationen des Handelns nicht annehmen. Es bleibt alles komplett dir überlassen. Ich bin jemand, wo diese Energien immer annimmt. Am 21. April haben wir eine richtig tolle, schöne Konstellation. Es ist aber eine sowohl als auch Konstellation. Und jetzt lege ich den Schwerpunkt im gesamten Video vor allem auf die Finanzen. Es wird das letzte Mal sein, dass ich so deutlich auf dieses Thema eingehen werde. Ich werde euch auch nachher zeigen, warum. Jupiter und Uranus, die treffen sich alle 13, 14 Jahre. Jupiter hat eine Umlaufzeit um so ein Horoskop von 12 Jahre und Uranus um 84 Jahre. Das heißt, der Jupiter holt den Uranus ja immer wieder ein. Deswegen ist es circa 13, 14 Jahre. Den letzten Zyklus, das heißt, beide stehen zusammen, jetzt beginnt etwas Neues. Den letzten Zyklus hatten wir Ende 2010, Anfang 2011. Und denkt dran, es kann so oder so ausgehen. Es ist ein Hinweis auf einen Fortschritt, ein für einen Wandel. Das heißt, hier kann sich alles erweitern. Uranus hat auch was mit Technologie und Technik zu tun, deswegen technischer Fortschritt. Das kann von der KI sein, das kann neue, Uranus gehört ja auch zur Luft- und Raumfahrt, es kann Flugtaxis oder sonstige irgendwelche Themen sein, die komplett neu ins Leben gerufen werden. Jupiter hat aber auch was mit Horizonterweiterung zu tun. Du kannst eine neue Ausbildung machen. Ich mache ebenfalls eine zusätzliche. Na, Ausbildung ist übertrieben.
Ich lerne im Augenblick das Traden. Ich möchte einfach diese Kurve, diese Wellenstruktur gerne genauso lesen wie die Horoskope. Ich gehe immer in die Eigenverantwortung. Wenn ich jemanden zuhöre, dann ist es seine Präsenz. Ich möchte alles nachvollziehen können, weil auch wenn mal eine Aussage spekulativ auf einem Gebiet sein kann, möchte ich in die Eigenverantwortung gehen und diese Strukturen selber lesen können. Ich überlege mir aber auch, ob ich noch eine Sprache lerne, damit ich mich hier im Land nicht ganz so fremd fühle. Jupiter Uranus ist ein Schlüsselzyklus für die freie Marktwirtschaft und eine absolute Aufbruchstimmung. Jupiter ist ein Verstärker, er bläst auf. Stellt euch einen Luftballon vor. Es wird aufgeblasen, aufgeblasen und nochmal aufgeblasen. Er ist ein Verstärker. Banken gehen eine Reform ein, auch die Banken verändern sich. Und das ist der Grund, warum ich letztmalig so extrem deutlich auf dieses Thema eingehen. Lest mal, was das Handelsblatt schreibt. Die EZB ruft Banken zur Überwachung von Social-Media-Seiten auf, damit die Stimmungsveränderung frühzeitig erkannt wird. Ich vermute, sie haben Angst, dass die Menschen der Bank nicht mehr vertrauen. Frau Merkel ist auch zur Kamera und hat den Menschen am Höhepunkt der Lehman-Pleite gesagt, euer Geld ist sicher. Und wer diese Story, diese Berichte zufällig gelesen hat, wusste, das war der kritischste Moment und man hatte Angst. Die Banken, die gehen in eine komplett neue Richtung rein und sie entwickeln sich als ein sogenanntes Kontrollsystem. Dieser CO2-Fußabdruck steht ganz oben auf der Bankagenda. Ich bin fast umgefallen, als ich das gesehen habe. Haltet das Video einfach an und lest es in Ruhe durch. Jede Bank muss auf jeden Fall den CO2-Footprint ihrer Kunden sichtbar machen. Sie führt den Usern die Auswirkungen ihres täglichen Konsums auf das Klima vor die Augen. Ich finde es toll. Ich lasse mich so gern belehren und zurechtweisen. Und im Augenblick stimmt ihr selbst bei zu. Und zwar, es gibt eine Datenübermittlungslink oder ein Blatt. Wer Online-Banking mag, da gibt es ein Datenblatt. Und die meiste stimmen zu, ohne irgendetwas zu lesen. Da rollt's mir die Zehennägel hoch. In dem Datenblatt steht drin, dass jeder mit jedem verbunden wird. Es wird eine Statistik. Man weiß genau, wer mit wem welche Geschäfte macht und so weiter. Und wenn du nicht ordentlich warst, in meinem persönlichen Augenschein ist das ein Sozial Kreditsystem. Ihr seht es unter gezeichnet Jupiter und Uranus. Ich habe es richtig dick und fett blau gemacht. Das ist eine Konstellation, die wirkt nicht nur an diesem Tag, die hat eine viel längere Wirkungsweise. Und zwar dieser Zyklus gilt auch für die nächsten 13, 14 Jahre. Und diese Konstellation ist oftmals auch auslösend und war immer dabei bei den Währungsreformen. Und davon gehe ich definitiv aus. Ich möchte euch aber auch noch auf die Zukunft hinweisen, wie man das alles verstehen kann. Also geht davon aus, Änderung der gesetzlichen Währung ist möglich. Keine Pflicht, Bargeld anzunehmen. Bei Barzahlungen könnte die Gebühren erhöht werden. Automaten werden abgebaut. Man kann einfach nicht mehr so ohne weiteres an das Bargeld hinkommen. Der Krypto könnte als Zahlungsmittel akzeptiert werden.
Jetzt findet im Zeichen Stier, hat alles was mit dem Finanzen zu tun, und zwar mit deinem persönlichen Besitz, mit deiner Materie. Und der Uranus kann aber ein aufgeblasenes System, das heißt, er kann auch etwas blitzen lassen und auch das Zerschlagen von Glück verantwortlich sein. Ihr wisst, wie oft im wirtschaftlichen Sektor die ganze Thema einfach aufgeblasen sind und da werden wir etwas sehen. Diese Konstellation kann Auswirkungen haben, also auf jeden Fall bis zum Monat August. Dann stehen noch mal neuere andere Konstellationen an. Ich möchte euch jetzt noch mal ein typisches Bild zeigen, damit ihr ganz klar wisst, auf was ich ausgehe, und zwar mit Pluto. Ist 2008 in den Steinbock gelaufen. Was hatten wir 2008? Es war die Lehman-Pleite und der Bitcoin wurde geboren. Am 2. September wechselt er wieder in das Zeichen Steinbock. Also er war jetzt bis letztes Jahr im März die ganze Zeit im Steinbock. Und das ist diese Machtstruktur, wo die Macht noch mit allem, ja, festhält. Man sieht es im politischen Bereich. Auf was ich jetzt aber nur hin möchte, Pluto hat was mit einem Finanz- und Schuldsystem zu tun. Und Pluto läuft in dieser Zeit ebenfalls wieder in Steinbock. Ihr dürft aber die Energie mit dem aktuellen, mit dem Verstärker der Sonnenfinsternis nochmal extra genauso aufnehmen, wie ich es sage. Und ihr dürft selbst in die Handlung gehen, wenn ihr manche Sache nicht so haben möchtet, wie es in Erscheinung tritt, also oder wie es euch weitergegeben wird. Dieser Jupiter-Uranus-Zyklus, plötzliches Glück und plötzliches Zerschlagen von Glück, ein wirtschaftlicher Zusammenbruch in einem als sicher betrachteten Gebiet ist möglich. Sicher wie Sicherung, wie Versicherung. So können wir das weitermachen. Es gab das Benko-Beben, beziehungsweise die Signa-Gruppe hat Insolvenz angemeldet. Die Signa-Gruppe ist ein Immobilien- und ein Handelsunternehmen. Für mich sind es identisch die gleichen Planetenverbindungen wie zur Zeit der Lehman-Pleite. Der Zusammenbruch einer Institution kann erfolgen. Es kann Schaden am Volk sichtbar werden. Nachdem meine Autoversicherung mir gekündigt worden ist, ja, wegen, ich sage jetzt, da kommt jetzt jemand anderes, habe ich gedacht, da stimmt was nicht. Jetzt habe ich so ein bisschen recherchiert. Und viele Versicherungen haben in die Signa-Gruppe investiert. Hauptsächlich sind allerdings betroffen Lebens- und Rentenversicherungen. Recherchiert geht in die eigene Verantwortung, recherchiert nach. Ich hatte eine Dame, die hatte ihre Versicherung aufgelöst und hat mich gefragt, ob es gut ist oder nicht. Ich habe ihr gesagt, Kate, ich sehe bei ihr keinen Verlust. Jetzt weiß ich auch, warum ich keinen Verlust bei ihr gesehen habe. Das einfach mal nebenbei. Diese Konstellation Uranus ist ja auch ein Rebell, der erweckt die Macht und die Risikobereitschaft auch zu extremistischen Verhalten. Uranus ist ein Rebell, der will die absolute Freiheit. Jupiter, der, wo sich so aufbläst, alles vergrößert, er steht auch für den Glauben, also Religionen. Ausland, Expansionen und auch für Rechtliches. Und das kann sich komplett verändern. Im Weltgeschehen kann es ganz große Revolutionen und Freiheitskämpfe geben.
Ich kann nicht sagen, auf welches Land, weil da werde ich immer wieder gefragt, es sich ereignet. Ich gehe aber vom ganz Globalen aus. Wenn ihr das Weltgeschehen alles anguckt, dann ist alles im Aufruhr. Nur weil es die Medien mal wieder nicht bringen oder die Bauernproteste heißt es nicht, aus den Augen, aus dem Sinn. So ist es bei den meisten, aber alle Proteste nehmen richtig Fahrt an und jeder wird sich befreien. Ihr müsst jetzt noch an die Mars-Saturn-Konstellation denken, an die große Kriegshetzerei und da kann es ja sehr, sehr spannungsgeladen zugehen und sehr gefährlich werden. Reformen in der Kirche, vielleicht auch in einem pädophilen Ring, eventuell auch mit einem neuen Papst, sind nicht ausgeschlossen. Beim neuen Papst gehe ich in den nächsten Wochen damit aus. Dann haben wir, ich habe euch diesmal eingezeichnet, der Mond hat eine Winkelung zu Pluto. Der Mond bedeutet in der Mundanastrologie, das Volk. Das Volk verbindet sich machtvoll mit Pluto. Das ist die Macht der Massen. Man möchte sich befreien und verteidigt seinen Besitz. So, die Macht der Massen läuft zu Pluto und Pluto, die Winkelung zur Sonne quetscht die Sonne ein. Das heißt, die Sonne wird entmachtet. Machtkonflikte jeglicher Art laden sich auf. Wir persönlich sind aufgefordert, uns von Zwängen zu befreien, die uns unterdrücken. Das kannst du global sehen, das kannst du aber bei dir auch auf einer persönlichen Ebene sehen. Keiner ist geboren, damit er als Sklave, damit er Dienstmagd bleibt. Das heißt, jedes Horoskop hat ein gewisses Ziel. Mancher tut sich da damit selber immer sehr schwer, aber es geht immer, um an sein persönliches Ziel zu kommen. Verbindungen können radikal zerbrechen. Ich übersetze euch, was die Sonne alles sein kann. Die Sonne ist ein Herrscher, ein Präsident, König, ja, es kann adlig sein, etwas aus dem Königshaus, Führungspersonen. Die Sonne steht aber auch für Gold. Das Zeichen Stier steht für Werte, für deinen Besitz, für die Landwirtschaft und die Nahrungsmittel. Pluto, der übt Macht auf, Kontrolle und Zwang. Pluto ist so ein typisches, wenn ich ans Werkzeug denke, dann denke ich an einen Schraubstock. Manche Menschen, die einen krummen Buckel haben, die sind gekrümmt, wie wenn sie in einem Schraubstock drin saßen. Das heißt, die Macht drückt. Die Macht drückt die Massen und in dem Fall drückt sie die Sonne. Und jeder hat die Möglichkeit, aus dieser Schraubzwinge auszusteigen. Nur wenn du eine Lösung nicht siehst, heißt es nicht, es gibt keine. Die vorangegangene Finsternis deutet auf ganz machtvolle politische Geschehnisse hin. Pluto, die Macht und der Mond, die Macht der Massen, kann die Sonne. Ihr wisst, wer die Sonne ist, Machthaber stürzen, das Volk rebelliert. Das Gold könnte ebenfalls im Preis nach unten korrigiert werden. Das ermöglicht manch einem so vielleicht auch den Einstieg, sich Gold zuzulegen. Jetzt möchte ich noch mal eine Aussage machen, weil es um eure Werte, eure Sicherheiten geht. Ich greife jetzt extra vor bis ungefähr Herbst, weil im Herbst kann alles an Wirtschaft zusammenbrechen. Die Planetenverbindungen zeigen einen wirtschaftlichen Stillstand, einen radikalen Zusammenbruch her von allem, was jetzt gewachsen ist. Das globale Finanzsystem, schaut euch das an. Das globale Finanzsystem kann eingefroren werden.
Da, ich habe mit jemand, mit einem sehr schlauen Herrn telefoniert und er hatte mich gefragt, ob das so und so möglich ist, weil er ebenfalls die Prognosen anhört. Ich habe das gleich alles recherchiert, weil ich gesagt habe, es ist wie ein Schlag, was Richtung Herbst geht, wie wenn es einen Stillstand gibt und ich schließe sowas nicht aus. Das heißt, ich rede immer nur von Möglichkeiten. Ja, es ist keinesfalls eine Garantie. Es geht immer um eine Möglichkeit, was in Erscheinung treten könnte. Genauso kann es um Boykotte gehen, um Seeblockade, denk China, Taiwan. Da warte ich eigentlich auch nur jeden Tag, bis es der Schlag tut. Wir könnten auf Kriegswirtschaft umstellen. Vielleicht gewinnt auch der Trump die Wahlen. In meiner Jahresprognose habe ich gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass er gewinnt. Er hat sehr viele Konstellationen. Ich sage jetzt, wo er der Überlebens Kampf drin ist, wird er es aber überleben bis zu den Wahlen, ist es wirklich möglich, dass er tatsächlich gewinnt. Das jetzt einfach nur mal am Rande dieser Konstellation. Am 24. April haben wir den Vollmond im Zeichen Skorpion, also nachts 1:48 Uhr. Skorpion hat wieder was mit Macht und mit Schulter zu tun. Deswegen geht es in dieser Zeit wieder um Machtspielchen. Da kann auf persönlicher Ebene auch verdrängte Emotionen, verwurzelte Ängste und Sorgen wieder an die Oberfläche kommen. Ihr müsst immer denken, die Sonne ist wie so eine Art Taschenlampe, die geht in die Katakomben. Pluto, da gibt's einiges zu wühlen, da sind alle versteckten Geheimnisse. Einmal bei dir auf persönlichem Bereich, vielleicht aber auch im Finanzsystem. Hier dreht sich alles um Macht, Schuld, Eifersucht und auch, wer ist mit wem verstrickt. Was möchte ich loswerden? Was sollte man festhalten? Was gilt es zu korrigieren? Einen Tag später, am 25., wird dann Merkur wieder direktläufig und wir haben die Möglichkeit, wieder alles neu zu planen und unsere Geschäfte voranzubringen. Am 29. April wird es wieder ein bisschen undurchsichtig. Mars, der Kampf ist umzingelt mit Neptun. Das heißt, du willst handeln. Da ist aber ein Schleier um dich rum im Zeichen Fische. Es mangelt in dieser Zeit an Kraft und Energie. Man ist eventuell nicht belastbar. Die Nerven liegen blank. Das Immunsystem könnte geschwächt sein, eventuell durch Infektionen oder eventuell durch Viren. Die Schlagzeilen könnten wieder lauten: tödliche Krankheit, Infektion breitet sich aus. Das heißt, im Bereich Neptun, also diese Konstellation hat, ist ja alles im Zeichen Fische auf der letzten Gerade. Jetzt muss ich ja die Bande irgendwo in den Griff kriegen. Ihr kennt dieses Szenario, Punkt, Punkt, Punkt. Und so könnten diese Schlagzeilen aussehen. Das nächste ist, was das globale Weltgeschehen anbelangt. Hier geht es um einen inszenierten Kriegsangriff oder auch um falsche Bilder. Das Gleiche haben wir schon mal erlebt im ersten Irakkrieg, und zwar die Babylüge der USA. Damals wurde es bildlich festgehalten bzw. suggeriert, dass die Soldaten von Saddam wie Babys aus dem Brutkasten reißet und auf dem kalten Boden sterben lasset. Es ging einfach nur um die Inszenierung, damit diesem Krieg endlich zugestimmt wird. Und so ergeht es vielem durch eine Inszenierung an Bildern.
Heute in Form der KI kann ich wie das Korrektiv sehr vieles inszenieren. Ich kann planen. Ich kann euch Bilder vorsetzen. Das heißt, jemand könnte zum Beispiel mein Äpfel, sage ich immer, von mir etwas nehmen und könnte da irgendetwas inszenieren. Und da davor ist wirklich niemand geschützt. Deswegen achtet immer, wenn ihr welche Bilder seht, wie stehen diese Planeten? Ja, kann hier etwas Verborgenes drin sein oder könnten die tatsächlich echt sein? Der Krieg, die Inszenierung, das wird alles über die Medien gemacht. Wir sind in einem Informationskrieg. Mars Neptun denkt an die gesundheitliche Themen. Jetzt übersetze ich nochmal. Es bedeutet auch bösartige Intrigen, Skandale, Korruption, Spionage, Ausschreitungen in einem Land. Ebenso mit einem Leck in einer Pipeline, einem Schiff, Ölverschmutzung, verunreinigt das Wasser. Es kann auch mit Chemie irgendetwas zu tun haben, dass da etwas in Erscheinung tritt. Deutlicher will ich lieber nicht werden. Ebenso ist mit Unwetter zu rechnen, schwere Gewitter mit Hagel und sintflutartige Regenfälle. Diese Energie bitte rechnet 5, 6 Tage, wo das schon vorher alles sein kann, plus, minus dazu. Wir hatten diese Planetenverbindung zuletzt am 13. Juni 2020 und da hat es den Norden in Deutschland erwischt. Am selbigen Tag wandert die Venusliebe und die Finanzen in das Genusszeichen Stier bis zum 22. Mai. Es geht in dieser Zeit wieder um unsere Werte, um unsere Sicherheit. Mitunter hat man aber auch Lust zu feiern und möchte das Leben ein Stück weit genießen, weil nicht jeder hat mit dem Thema im Weltgeschehen zu tun. Du darfst immer nur in deiner Mitte bleiben und die Energien, die ich benannt habe, die sind im Weltgeschehen. Das heißt, du kannst die Kraft für dich bündeln, indem du in eine Aktion gehst, indem du zurückgehst, indem du deine Wut bleiben lässt und lieber mal tief durchatmest. Am 30. haben wir dann die Walpurgisnacht und Mars wandert in das Zeichen Widder ein. Er überquert die sogenannte kosmische Spalte und die beginnt bei 29 Grad Fische bis 1 Grad Widder. Die kosmische Spalte repräsentiert das Ende und der Neuanfang. Die kosmische Spalte steht auch für das Tor zur geistigen Welt. Das heißt, im Widder beginnt das Leben, im Zeichen Fische wird's aufgelöst und wird beendet. Es heißt auch immer, dass die Seele in den Körper inkarniert. An diesem Punkt können ungewöhnliche Dinge geschehen. Kampfplanet Mars, wenn er dann im Widder ist, kann sich während dieser Zeit so richtig auspowern und komplett austoben. Es wird allerdings erst gehandelt und dann vielleicht nachgedacht. Vieles wird jetzt Schlag auf Schlag in Windeseile vorangetrieben. Mars kann einen Zündfunke im kämpferischen Widder auslösen. Ein Land kann unbewohnbar gemacht werden. Ich denke, ihr wisst dann selbst, was das alles bedeuten kann. Ihr merkt, der April, der hat es in sich. Es gibt viele Möglichkeiten. Vergleiche es vielleicht mit deinem Horoskop. Nicht jeder hat ein Lottoglück, nicht jeder hat einen Verlust mit drin und so müsst ihr es alles erkennen. Wie gesagt, ich stehe für Beratungen zur Verfügung. Unter mir könnt ihr den Link aktivieren. Beratungsminuten in meinem Shop der Pandora-Karten erwerben. Wenn du gar nicht weißt, wie viele Minuten, empfehle ich immer 30 Minuten und ihr könnt per Überweisung bezahlen. Mehr über meine Qualifikationen könnt ihr auf meiner Homepage jasmin-andres nachlesen.
Dickes Dankeschön fürs Zuschauen und kommt gut durch den April. Eure Jasmin.